Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Immerbarmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Zuschauer, der Frieden und die Segnungen Allahs seien auf Ihnen. Und somit ganz herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Ausgabe von MTA Journal. Wie jeden Sonntag berichten wir auch heute wieder über einige Aktivitäten rund um die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Und wie jede Woche beginnen wir unsere Sendung mit der Freitagsansprache, gehalten von seiner Heiligkeit, dem fünften Kalifen des verheißenen Messias, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Und die Ansprache wurde gehalten in London in der Baitul Futuh Moschee. In seiner Freitagsansprache ging seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, auf die Wichtigkeit des Gebets ein. Er sagte, dass Allah die Gebete derer nicht erhört, deren Herzen jedoch mit Groll und Boshaftigkeit gefüllt sind. Einst sah ein Mann aus Lahore in einem Traum, dass der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, wahrhaftig ist. Er erzählte seinen Traum einer weisen Person. Diese weise Person antwortete, wenn wir den Fortschritt von Mirza Ghulam Ahmad, Friede sei auf ihm, betrachten, dann ist er sicherlich wahrhaftig. Später sah er wieder einen Traum, in dem der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen Allahs seien auf ihm, zu ihm sagte, dass Mirza Ghulam Ahmad, Friede sei auf ihm, auf dem geraden Weg ist. Auf diese Art und Weise leitet Allah die Menschen. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagte, heutzutage gibt es sehr viele Menschen, die aufgrund von Träumen rechtgeleitet werden. Allah möchte ihnen nämlich die Wahrheit zeigen. Eine Person aus Mali sah in einem Traum, dass ein Heiliger neben einem Bach sitzt und einen weißen Turban trägt. Nach ein paar Tagen ging er zu einem Ahmadi-Freund, wo er das Bild des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, auf der Wand sah. Als ihm dann erzählt wurde, dass dies der verheißene Messias und Imam Mahdi al-Islam ist, konvertierte er trotz der Opposition seitens der Familie kurze Zeit später. Eine Frau aus Jemen sah in einem Traum, dass sie sich in Mekka befindet. Die Leute dort waren auf der Suche nach dem verheißenen Messias, Friede sei auf ihm. Schließlich kam der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, und jeder konnte ihn betrachten. Sie berichtet, es war die gleiche Person, die ich jahrelang auf MTA sah. Ich fing an zu weinen. Danach weckte mich mein Ehemann auf und ich legte kurz Zeit später das Treuegelübde ab. Eine Person aus Ägypten berichtet, seit dem Alter von 9 Jahren hörte ich eine sehr mächtige Stimme in meinen Träumen. Als ich nach ein paar Jahren anfing, MTR anzuschauen, sah ich, dass ein paar Auszüge vom verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, im Programm Hiwarul Mubashir vorgetragen wurden. Diese Auszüge waren genauso stark wie die Stimme, die ich in meinem Traum hörte. Herr Abdullah aus Syrien berichtet, ich traf einen Ahmadi-Muslim durch mein Geschäft. Er erzählte mir über die Ahmadi-Muslim-Jamaat. Ich fing an, die Literatur zu studieren und MTR anzuschauen. Nach einem Jahr war ich mir sicher, dass die Ahmadi-Muslim-Jamaat eine wahrhaftige Gemeinde ist, aber legte mein Treuegelübde noch nicht ab. Eines Tages sah ich in einem Traum, dass mir ein Verwandter einen Brief des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, aushändigt. Darin stand, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Trete ein in Frieden. Es war ein eindeutiges Zeichen, dass ich in die Jamaat eintreten soll. Eine Frau berichtet, eines Tages sah ich im Traum, dass jemand mir eine Satellitenschüssel vorbeibringt und MTR installieren möchte. Daraufhin kaufte ich mir einen Fernseher und fing an, MTR anzuschauen. Ich erkannte den verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, denn dies war die gleiche Person, welche in meinem Traum vorkam. Danach wurde mir klar, dass ich unbedingt das Treuegelübde ablegen muss. Möge Allah den Neukonvertierten Standhaftigkeit gewähren und den alten Ahmadi die Muslimen befähigen, dass wir stets in Spiritualität und Frömmigkeit voranschreiten. Amin. Einfach wunderschön, diese glaubensstärkenden Ereignisse zu hören. Und eine ganze Anzahl von Anhängern des verheißenen Messias leben eben auch hier in Deutschland. Und um die Botschaft des verheißenen Messias zu überbringen, finden seit einiger Zeit Pressekonferenzen statt mit dem Titel Muslime in Deutschland. Und so auch am 23.11. in Wuppertal, wo nun bei einer Pressekonferenz auch eine ganz besondere Zahl geknackt wurde. Wir sind alle Deutschland. Unter diesem Motto lud die Ahmadiyya Muslim Jamaat mit hohen Erwartungen ins Bergische Land zur 101. Pressekonferenz ein.
Wir hoffen uns, dass dann nach der Aktion die Mitmenschen hier in Wuppertal und gerade vom Wald dann in der Lage sind, von Muslimen und Terroristen zu unterscheiden und nicht jeder über den Kamm scheren. Pressevertreter haben sich an diesem Tag eingefunden, um über Muslime in Deutschland zu berichten. Hier in Wuppertal ist die Gemeinde bisher zwar noch eher unbekannt gewesen, allerdings freut man sich auf erste Kontakte zur Gemeinde. Ahmadiyya ist ja im Bergischen Land für mich neu. Ich kannte es bisher nicht und ich bin gespannt, auch demnächst Mitglieder der Gemeinde kennenzulernen, um dann nochmal ein Porträt zu drehen, um die Gemeinschaft so vorzustellen. Grundlegende Glaubenssätze wie Religionsfreiheit und Trennung von Staat und Religion im Islam wurden ebenfalls thematisiert. Die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, derzeit ein brisantes Thema, wurde durch die islamische Lehre bekräftigt. Ob es muslimische Frauen sind oder muslimische Männer, wer auch immer gute Taten vollbringt, Almosen gibt oder an Allah gedenkt, Allah hat für die einen herrlichen Lohn vorbereitet. Pressevertreter hatten ebenfalls die Gelegenheit, Fragen zu stellen, wie zum Beispiel die Reaktion der Mitbürger auf Flyer-Aktionen. Es gibt auch Personen oder auch Mitmenschen unter uns, die sich freuen, wenn wir aktiv auf die Straße gehen. Gleichzeitig wird aber auch die Wichtigkeit solcher Aktionen betont, vor allem, wenn die Kritik mal negativ ausfällt. Trotzdem sollten wir dorthin gehen und die Menschen aufklären, denn wir wohnen hier, wir wollen alle hier gemeinsam wohnen und auch an einem gemeinsamen Strang ziehen. Nach der Fragesitzung war natürlich noch Zeit, um Bilder für die Presse zu machen. Bei abschließenden Gesprächen zwischen Gemeindemitgliedern und Pressevertretern fand die Pressekonferenz mit einer kleinen Erfrischung ihr Ende. Ein sehr schöner Bericht und sicherlich haben solche Pressekonferenzen ihren Stellenwert, denn über die Medien erreicht man heutzutage einfach eine ganze Anzahl von Menschen. Nichtsdestotrotz ist und bleibt das Thema Religion und Islam natürlich ein sehr persönliches Thema auch, warum die Ahmadiyya Muslim Jamaat auch immer wieder den persönlichen Kontakt zu den Mitbürgern sucht. Und so geschehen vergangene Woche auch in Düsseldorf. Das Thema Feminismus ist ja auch häufig kontrovers diskutiert und so wohl auch bei dieser Veranstaltung. Islam und Feminismus. Rola Mariam Hübsch hält hierüber einen Vortrag. Sie hat sich bewusst für ihr Kopftuch entschieden. Ein Stück Stoff, um das sich die Geister scheiden. Schön, eine kurze Umfrage, ganz kurz. Was verbinden Sie mit der muslimischen Frau? Sie tut mir leid. Wieso? Ja, weil sie ein Kopftuch tragen muss und weil sie keine Rechte hat. Was drückt das Kopftuch für Sie aus? Ja, das ist befremdlich. Und ich denke, junge Frauen, die hübsch sind, dürfen sich auch zeigen. Ist eine ganz normale Frau wie jede andere. Was verbindest du mit dem Kopftuch? Jeder hat seine eigenen Sachen. Ich trage doch auch Hüte. Also, ist doch okay. Das Kopftuch. Das Kopftuch steht für mich für... Ja, also schon auch für einen Gegensatz zum Christentum, ja, weil das Kopftuch einfach auch ein Zeichen für mich davon ist, dass die Frau eben nicht so sein darf, wie sie ist. Ja, weil ich finde, ohne Kopftuch rumzulaufen, hat auch was mit einem Stück weit Freiheit, Freiraum zu tun. Was ist denn das mit dem Kopftuch? Kann sie doch gerne tragen, wenn sie möchte. Ja, für mich steht das schon für eine Art Einschränkung. Schon. Einschränkung in was? Also? Ja, in der Freiheit, wie man sich so zeigt. Es gehört nicht zu unserer Kultur, muss es ja auch nicht, aber wir müssen eine Toleranz entwickeln. Die Thematik ist kompliziert, doch die Fakten einfach. Denn 92% der muslimischen Frauen tragen das Kopftuch aus religiöser Überzeugung. So eine bundesweite Studie. Ja, das Kopftuch ist für diejenigen, die es tragen, oft ein Ausdruck ihrer Liebe zu Gott. Das ist ein Gebot aus dem Koran, was man aus spirituellen Gründen befolgt. Und es hat ganz praktisch für die Gesellschaft auch Vorteile, weil es ein Klima schafft, wo Männer und Frauen sich respektvoll begegnen und wo Äußerlichkeiten etwas in den Hintergrund geraten. Also es geht darum, Zurückhaltung auszudrücken, sich zurückzunehmen und äußerliche Reize nicht zur Schau zu tragen. Als islamische Feministin stellt sie dieses Konzept vor. Ihre Vorträge sind gut besucht. Die Idee scheint verlockend, aber es gibt auch Widerstand. Ja, wir reden über Islam. Dazu kommen wir gleich. Ich bitte darum, den Vortrag erstmal zu Ende führen zu dürfen. Dauert auch nicht mehr lange, so eine Viertelstunde. Die geistige Revolution im 7. Jahrhundert. Zivilisiert geht es dann noch weiter. Für die Besucher war das eine spannende Veranstaltung.
Ich fand es unglaublich toll, sehr, sehr informativ. Es war unfassbar interessant, wirklich Menschen zu begegnen, die sich so intensiv damit beschäftigen und auch sehr viel Information darüber zu erfahren. Die hat mich schon sehr begeistert, weil ich viel Neues erfahren habe und viel Interesse geweckt worden ist. Ich hoffe, ich werde Kontakt halten können. Sehr schön zu sehen, wie einfach die Reaktionen unterschiedlich sind bei diesen häufig emotional diskutierten Themen. Und sicherlich ist es hier eine Weisheit und der Lehre des Islam entsprechend, dass man immer mit Sanftmut und Ruhe darauf reagiert und einfach wieder die Nähe sucht und in einer schönen Atmosphäre die unterschiedlichen Standpunkte diskutiert. Eine wunderschöne Plattform hierfür bieten auch die Islam-Ausstellungen der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Und hier hatten wir vergangene Woche in Münster eine. Hiltrup in Münster. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat lädt ein zur Islam-Ausstellung. Ein wichtiger Bestandteil der islamischen Lehren, die Loyalität zur Heimat. Sie bringen sich ein in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Sie sind präsent vor Ort. Sie müssen sich nicht verstecken. Sie zeigen Flagge. Sie laden ein zum Dialog und zum Gespräch. Sie sind offen. Sie leben die Toleranz hier. Sie fördern das auch. Und da, wo Hilfe benötigt wird, kommt auch die Stadtgesellschaft auf sie zu. Und auf der anderen Seite ist es schön, dass wir sie eigentlich auch hier in Hiltrup haben. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat bringt sich ein, doch sie möchte auch informieren. Informieren über die friedlichen Lehren des Islam. Klischees und Missverständnisse werden aufgegriffen und beseitigt. Die Gemeinde geht proaktiv auf die Leute zu. Sie sucht den Dialog. Die Aktivitäten der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Münster bleiben nicht unbeobachtet. Ihre Transparenz trägt zum Bekanntheitsgrad bei. Die Gemeinde ist sehr bekannt auf jeden Fall. Wir hatten zu dem Neujahrsempfang auch den Herrn Oberbürgermeister aus Münster da und viele Parteivorsitzende hier aus Münster auch da, auch die Feuerwehr war da, also in der Stadt und auch allgemein in der Bevölkerung. Hier in Münster ist die Gemeinde bekannt. Über die Ansprache erwecken Sie Neugierde und eine Auseinandersetzung mit Ihnen und wir lernen uns kennen. Das ist ja der beste Weg zur Verständigung. Ein weiterer Weg zur Verständigung, der Dialog. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist offen und sucht eben diesen Dialog. Ob auf einer Islam-Ausstellung oder einer anderen Veranstaltung. Und Veranstaltungen dieser Art sind ja inzwischen auch eine ganze Reihe, wie wir heute schon sehen durften, von Pressekonferenzen über Vorträgen zu aktuellen Thematiken oder eben auch Ausstellungen zu grundlegenden Informationen rund um den Islam. Ein weiteres seit Jahren fest etabliertes Projekt der Ahmadiyya Muslim Jamaat sind die Baumpflanzungen. Und wofür eine solche Baumpflanzung symbolisch so stehen kann, das erfahren Sie im nächsten Beitrag. Dienstagnachmittag in einem Park bei Mannheim. Ein Dutzend Muslime haben sich hier versammelt und sie planen eine Aktion. Nicht Gewalt, sondern Frieden. Dafür stehen diese Muslime. Dieser Baum soll genau das ausdrücken. Bundesweit pflanzen Ahmadi-Muslime Friedensbäume, um ein Zeichen zu setzen. Wir alle machen hier Aktionen in der Umgebung. Also die Baumpflanzaktion findet nicht nur hier statt, sondern in Mannheim oder auch in vielen verschiedenen anderen Städten. Es wurden hunderte von Bäumen gepflanzt, sogenannte Friedensbäume, damit man zum Ausdruck bringt, dass man hier in Frieden und Gemeinsamkeit leben möchte. Gemeinsam mit dem Bürgermeister zeigen Muslime, dass sie es als ihre Aufgabe sehen, für Frieden zu stehen und diesen auch zu leben. Der Bürgermeister begrüßt die Aktion. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo Frieden nicht selbstverständlich ist, in vielen Teilen auf der Welt, ist es insbesondere wichtig, dass Kulturen miteinander in Dialog kommen, in Austausch kommen und sich durch Worte ausdrücken und nicht durch Waffen. Die einzige Waffe heute, die Schaufel für den Baum, eingesetzt für den Frieden. Eine vermeintlich kleine Aktion, die aber für viel mehr steht. Also ich glaube, die heutige Aktion ist ein kleines, aber sehr schönes Beispiel, welches verbindende Element die Natur ist. Der Baum, den wir heute hier pflanzen, den Friedensbaum, steht sozusagen für den Frieden. Menschen aller Welt wünschen sich den Frieden. Wir sind froh, dass wir hier in Deutschland leben dürfen,
In Deutschland gibt es keinen Krieg, gibt es Frieden und heißen deshalb alle Menschen herzlich willkommen, die nach Deutschland kommen, um eben auch an diesem Frieden teilhaben zu wollen. Am Frieden teilhaben und diesen mitgestalten. Eine Selbstverständlichkeit für die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Eine Selbstverständlichkeit, ganz getreu der ursprünglichen, wunderschönen Lehre, die uns der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte und die wir heute eben durch den verheißenen Messias, Friede sei auf ihm und seinem Khilafat in seiner wahren Schönheit wieder erfahren durften. Und um diese schöne Lehre eben mit möglichst vielen Menschen zu teilen, veranstaltet die Ahmadiyya Muslim Jamaat eine ganze Reihe von Veranstaltungen und wir sehen, dass in dieser Woche noch mehr stattgefunden haben. Der Newsflash. Vertreter der Bundeswehr besuchten die Hannoveraner Sami Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Bei gelassener Stimmung wurde über den Islam informiert und diskutiert. In Ludwigsburg stellte sich die Ahmadiyya Muslim Jamaat auf einer Pressekonferenz vor und stand den anwesenden Journalisten Rede und Antwort. Die Lehre zum Umgang mit der Schöpfung Gottes. Über dieses Thema wurde in der Mannheimer Ehsan-Moschee referiert. Laufen für den guten Zweck. Der Ahmadiyya Muslim Charity Walk fand in Eppenheim statt. Viele Laufbegeisterte nahmen daran teil. Liebe Zuschauer, hiermit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Folgen Sie uns doch online auf Twitter unter mta.tv.de und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal MTA German Service. Wenn Sie mehr Informationen rund um die Ahmadiyya Muslim Jamaat finden möchten, gehen Sie auf unsere Homepage www.ahmadiyya.de. Und mit dem MTA-Journal, mit unserer Sendung, sind wir nächsten Sonntag wieder für Sie da. Bis dahin bleiben Sie gesund. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.